Vizepräsidentin Kamala Harris stand unter großem Druck, während sie die Grenze zu Mexiko besucht hat im März. Damals hatte sie noch Argumente verteidigt, sie sei engagiert in den Ländern der Ursache für den großen Ansturm auf die Grenze, und dabei erwähnte Harris hauptsächlich die Länder Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador. Anfang Juni war sie auch in diesen Ländern auf Besuch gewesen. Inzwischen kritisieren Demokraten die Republikaner gleichzeitig die Vizepräsidentin, weil sie sich nicht früher dazu bewegen ließ, die Zustände der Grenze zu begutachten. Während ihres Besuches letzte Woche an der Grenze hat Harris sich gegen die Vorwürfe verteidigt. Diese Angelegenheit kann nicht für politische Zwecke missbraucht werden. Wir reden über Kinder, wir reden über Familie und deren Leiden. Die Lösungen müssen überdacht werden und sie muss effektiv sein. Wir können alle Umstände hier mit einbeziehen und eine vernünftige Lösung finden. Die Vizepräsidentin hat eine Grenzeinrichtung inspiziert. Sie hat sich mit jungen Frauen und Mädchen getroffen und mit ihnen über Situationen geredet. Bleibt anzumerken, dass die Vizepräsidentin erst dann an die Grenze gefahren ist, nachdem der ehemalige Präsident Donald Trump angekündigt hat, die Grenze selbst zu besuchen.